Ja, Freunde, das sind so Dinge, die ich meine. Wenn dann unvorhergesehener Dinge der Weg dann komplett gesperrt ist wegen Holzeinschlag. Jetzt müssen der Bernd und ich natürlich erstmal einen Plan B schmieden. Augen zu und durch oder Alternative suchen. Ja, Freunde, mein Name heißt der Jens. Ihr seid auf dem Kanal der Jens unterwegs und wir holen heute, das heißt wir, das ist der Bernd und ich, wir holen heute den E1 nach. Der führt ja normalerweise, ich glaube, von Norwegen bis Italien. Ich will euch da nicht beschwindeln, aber wir haben hier eine heimatnahe Etappe, die Etappe 6.8 von Herdorf über die Freusburg nach Kirchen. Und jetzt stehen wir schon direkt vor dem ersten Hindernis und müssen überlegen, wie wir hier weitermachen. Ja, und das ist jetzt der Grund, warum wir da unten nicht mehr herfahren können oder hergehen können. Das hatte ich auch schon zwei, dreimal stark gescheppert, weil die legen echt die Fichten hier um. Was ich ja schon mal thematisiert habe, dass mittlerweile durch die vielen Wanderwege, alten wie neuen Wanderwege, sich viele auch parallel und überkreuzen. Und da kann man hier mal sehen, was hier alles so übereinander kommt an diesem Punkt. Das ist der historische Rundweg Achenbach, der E1, der Elisabethpfad von Köln nach Marburg, Lenne-Siegweg, eher so die älteren Schätzchen mit X und 11 und 19, der Schlösserweg und sogar der Jakobsweg. Und hier kann man nochmal sinnieren und hier seht ihr das auch, wo dieser E1 dann über Deutschland führt, bis runter nach Vaduz, was natürlich nicht mehr Deutschland ist, und dann weiter über die Schweiz nach Tirol geht und eigentlich auch kommend aus Norwegen. Der Bernd und ich haben gerade mal eine kleine Rast gemacht, schön ein Stück Salami gegessen für das Wohlbefinden. Und ich habe mich auch mal umgekleidet, habe mir so ein Combat-Shirt angezogen, denn dieses atmungsaktive Shirt vom Aldi, das war mir dann doch jetzt ein bisschen zu kühl. Wir haben so eine Mischung aus kühl und schwül im Moment, ganz unglaublich zu beschreiben. Aber mehr wie 14, 15 Grad haben wir es nicht. Und wenn dann so ein leichtes Windchen einsetzt und du zur Ruhe kommst, ist dann doch die Gefahr sehr groß, dass du dir da Maul- und Klauenseuche holst. Ja, hier ist richtig was los. Hier ist nämlich der sogenannte Flow Trail. Ein Bikefahrt hier im Siegerland. Und hier ist schon ganz schön schwer Traffic im Moment. Aber auch äußerst nette Leute dabei. Man glaubt es kaum, dass man hier im heimischen Siegerland oder ehemals meine Heimat Siegerland hier nochmal schön auf dem europäischen Wanderweg Flensburg-Gotthard-Genua ist. Was es nicht all gibt. Oberschelden durch. Puh. Uns war bewusst, dass das in Oberschelden in den Tal reingeht, dass wir diese ganze Strecke auch jetzt wieder hochlaufen müssen. Und da während und ich jetzt gerade so ein bisschen am Knabbern sind. Heiliger Bimbom. Ich muss ja fairerweise erwähnen, dass ich seit dem letzten Video 4 Kilo abgenommen habe. Dank regelmäßigen Laufbandtrainings im Fitnessstudio. Ich habe dann mal die Geräte sein lassen. Und laufe immer mal so 4-5 Mal die Woche 20 Minuten, eine halbe Stunde. Das ist gut zum Fettverbrennen. Und habe da selber auch bei mir so einen leichten Ultraleichttrend festgestellt, weil 4 Kilo sind schon runter. Ich denke mal, mit der Tour werde ich auch nochmal 2 Kilo quitt. Wobei ich das auch im letzten Video schon thematisiert habe. Es ist fast nur Wasser. Das hast du in 2-3 Tagen wieder drauf. Gelaufen, bis fix und fertig, aber trotzdem mal die schöne Landschaft hier hinten auch mal genießen. Finde ich schon immer ein bisschen schade, wenn du dann so Leute hast, die nur da richtig Strecke und Meter machen wollen.
Jetzt war ich ja so ein geiler Eierbär und habe kurz vor der Tour, weil ich wieder mal Angst gehabt habe, ich kriege zu wenig Wasser, dann noch so einen kleinen Wassersack mitgenommen. Das war so ein Werbegeschenk aus so einem, ja, was war das, so ein Shop für Arbeitsbekleidung. Das ist der da unten. Ja. Und den habe ich dann, weil der ja so besonders undicht ist, dann ins Hauptfach von meinem Rucksack getan. Was dann zur Folge hatte, dass der sich so langsam aber sicher über meine Klamotten ergossen hat. Jetzt habe ich nichts wirklich Trockenes zum Anziehen heute Abend. Ich glaube, ich kann noch hoffen, dass das Unterste, was ich gepackt habe, das Fleece-Shirt, was ich mir vor Abend gegen die Kälte eingepackt habe, dass das noch einigermaßen ist. Aber, wie heißt das Wort mit den vier Buchstaben? Ist so. Das ist jetzt so. Unglaublich. Ja, in weiter Ferne sehen wir jetzt die A45, die sogenannte Eiserfelder Brücke. Dahinter auch den Eiserfelder Turm. Da, oh, da. Und ja, die Eiserfelder Brücke ist schon relativ hoch. Und der ein oder andere, der mit seinem Leben abgeschlossen hat, springt auch schon mal gerne runter. Und naja, das ist, glaube ich, für die Feuerwehrleute dann auch nicht so der prickelnde Anblick. Aber wollen wir das nicht weiter thematisieren. Aber die Aussicht ist gerade hier wunderschön. Nun ist der Punkt angekommen, wo wir so ein bisschen körperlich ans Limit geraten. Merkwürdigerweise, obwohl es eigentlich heute von der Witterung her, naja, was soll ich sagen, es ist 14, 15 Grad, also jetzt fröstelt es mich schon ein bisschen. Den Bernd hat es gerade mal ein bisschen ineinander gehauen, Kreislauf-Schüssel. Aber wir haben auch gerade ein paar nette Wanderer getroffen, die uns noch den Weg noch ein bisschen erklärt haben und auch ungefähr zeitlich uns eingeordnet haben und die auch ein ähnliches Problem hatten. Die meinten heute, dass die Luftfeuchtigkeit doch zu hoch ist. Es drückt sich heute noch die ganze Schwüle der letzten Tage hier runter. Wir hatten ja, kann man sagen, permanent nur Hitzewellen und Gewitterfronten und Starkregenfronten. Und naja, ihr wisst selber, was in den letzten Wochen mit Hochwasser los war. Und das hängt halt noch so ein bisschen in der Atmosphäre, auch wenn es halt kühl ist. Naja, und wie gesagt, den Bernd hat es jetzt gerade mal so ein bisschen zerlegt. Ja. Der muss jetzt auch erstmal ein bisschen Wasser nachtanken und Dextroenergen. Und ja, eigentlich müssen wir auch jetzt sehen, dass wir mal wieder ein bisschen in Schweiß kommen, damit der Kreislauf wieder gefordert ist. Denn wenn wir uns jetzt gehen lassen, kommt so ein Punkt, der ist nicht gut. Zumal uns die Wanderer erklärt haben, dass wir noch bis 8 Uhr wandern müssen. Und doch jetzt im August die Dunkelheit schon, ja, sag ich mal, nahe 9 Uhr reinbricht. Und wir haben zwar Beleuchtung, aber ich habe dann auch nicht mehr so die gute Sicht auf das GPS. Und naja. Ja, allgemein bis jetzt muss ich sagen, ist das Ding hier top. Schöne, abwechslungsreiche Wege. Und was ich ja nicht geglaubt hätte, dass der Weg doch einigermaßen gut beschildert ist mit diesen Xen. Du brauchst nur immer diesen X zu folgen. Passt schon. Also da habe ich eigentlich Schlimmeres befürchtet. Aber jetzt geht es nochmal in diese Richtung weiter. Das größte Hauptproblem, die Steigungen bei dem schwülen Wetter. Ja. Bei diesem komischen Wetter haben wir so weit. Läuft ja sofort die Suppe. So weit hinter uns. So könnte es mir gefallen. Vorhin der kleine Pfad war mit Stock und Stein und Wurzeln. Das war nicht sehr angenehm. Aber das hier ist so ein kleiner Mountainbike-Trail, der ist schön gerade, schön flach und schön anzusehen. So kann es erstmal weitergehen. Freunde der gepflegten Blasmusik, wir hatten tatsächlich vorhin so einen kleinen Downer und wir haben es nochmal so ein bisschen aufgerappelt, nochmal ein paar Meter gegangen, aber ja, mir ging es nicht gut und Bernd ging es noch schlechter. Ich hatte mir auch tatsächlich dazu geraten, mal eine Schmerztablette zu nehmen, damit das Blut ein bisschen in Wallung kam. Aber der Weg ist das Ziel und wir wollen ja nicht hetzen. Deswegen hatten wir gerade eine kleine Rast gemacht, die ich jetzt nicht gefilmt habe. Nochmal einen Kaffee reingepfiffen mit Zucker. Weil das war, glaube ich, das, was uns jetzt beiden auch gefehlt hat. Mal so ein bisschen Koffein in der Blutbahn. Ja. Lecker. Wow, wow, wow. Und jetzt geht es dem Bernd auch wieder gut. Also für ihn sah der wirklich nicht wirklich gut aus. Naja. Und jetzt befinden wir uns stramm auf dem Weg zur Freusburg. Und hoffen, dass da in der Nähe eine kleine Hütte ist. Da ist er zumindest eingezeichnet, denn auf der Freusburg ist eine Jugendherberge. Da wollen wir tatsächlich nicht hin. Wir haben auch da nichts gebucht, deswegen schleppen wir hier nicht das ganz große Gepäck mit, damit wir dann in eine Jugendherberge gehen. Na, hoffen also jetzt auf die Hütte. Alles also drückt uns die Daumen. Ja, liebe Leute. Es ist mal wieder anders gekommen wie geplant. Wir sind also bis Richtung Freusburg gegangen, nicht ganz bis zu Freusburg, weil wir da auch eine Hütte wenden, die natürlich dann auch mal wieder keine war und standen dann schon in dem Ort Freusburg. Das Dumme war jetzt an der ganzen Geschichte,
Wir hatten uns ja schon Plan B überlegt und immer mal geguckt, ob irgendwo links und rechts ein schöner Lagerplatz ist. War aber keiner, denn hier ist alles abschüssig. Sehr viel Kugelbusch, wie man bei der Bundeswehr sagt, und sehr viel Laubwald, was auf Deutsch heißt Vieh. Laubwald heißt Wildschwein. Jetzt sind wir wieder zurück. Nur ein bisschen zurück vom Ort, weil dem Bernd geht es schon wieder nicht mehr so richtig gut. Ich befürchte mal, er hat sich bei seinen Kids irgendwie die Grippe geholt, nehme ich mal an, Bernd, oder? Ja? Grippe geholt oder vielleicht gestern bei einer nächtlichen Aktion im Dunkeln. Oder Gehirnerschütterung, eins von beiden. Ja, gut, aber du hast einen Dickschädel, glaube ich, nicht, dass das Gehirnerschütterung ist. Naja, auf jeden Fall, wir haben jetzt hier einen Notschlafplatz aufgetan, der geht einigermaßen. Es ist ein bisschen abschüssig, also ich vermute mal, eine gute Nacht werden wir keine haben, aber besser eine gute Nacht wie keine Nacht. Jugendherberge war besetzt, hatte ich angerufen, aber das heißt war besetzt, war wahrscheinlich ausgebucht, so stand es im Internet. Ich hatte angerufen, ging aber dreimal keiner dran. Gut, die werden auch nicht 24 Stunden da die Rezeption besetzt haben. Optisch sehe ich wieder absolut Bombe aus heute. Dem Wald angepasst, hinter mir mein Lager, meine Sachen zum Trocknen, weil wir ja nicht nur viel geschwitzt haben, sondern weil mir ja auch die ganze Brühe ausgelaufen ist im Rucksack. Dann habe ich hier das Tatonka aufgehangen, auch einfach zwischen die Bäume und abgespannt. Und hier unten aus der Not eine Tugend gemacht. Die schöne BW-Plane ausgelegt, die Elefantenhaut und die ganz, ganz schmale Thermarest X-Light. Da kann ich gerade so eben drauf liegen, war jetzt dem Gewicht geschuldet, aber ihr seht schon, wie schräg die liegt. Also ich befürchte mal, dass ich heute Abend einigermaßen unruhig schlafen werde. Naja, dann ist es so. Und dann müssen wir morgen mal gucken, wie wir den weiteren Tag gestalten, wie es dem Bernd dann auch geht. Aber wenn wir jetzt mal zur Ruhe kommen, wird es wohl besser werden. Gemüsebrühe. Da drin ist Kartoffelpü. Röstzwiebeln. Oh, ist das geil. Echt allein. Ja, Freunde, wir haben 10:30 und wir gehen jetzt mal so langsam ins Bett. Wir sind fürchterlich im Eimer. Ja, ich merke schon, dass ich schräg liege. Das habe ich mir schon am Anfang gedacht. Das wird halt eine unruhige Nacht heute, aber es ist halt auch ein Notschlafplatz, den wir jetzt ansteuern mussten, weil ja, ich kaputt, der Bernd noch mehr kaputt wie ich. Und meine Sachen liegen hier so neben mir verstreut. Der Bernd liegt da hinten und wir haben ganz da hinten noch, aber das sieht man wahrscheinlich jetzt im Video nicht, habe ich noch so einen Leuchtstab aufgehangen, weil der Bernd liegt mitten in so einem Weg von so einem Wildwechsel. Ich weiß es noch nicht, ob das heute was zu sagen hat oder nicht. Wir haben auch keinen Vollmond, wir hatten gestern Vollmond, heute ist abnehmender Vollmond. Das heißt, mit Jagd ist heute auch noch zu rechnen. Naja, wir werden es gewahr. Ich bin müde, kaputt. Bis morgen früh. Macht's gut. Ciao. Guten Morgen, Freunde. Wir haben das irgendwann nach 6. Die Nacht war für mich sehr unruhig. Ich glaube für den Bernd auch. Ich habe den auch öfters mal aufstehen sehen. Ja, Tierbewegung hatten wir wenig. Also eher zum Morgengrauen hin war viel Schalenwild mit entsprechendem Geblöcke. Nachts hat es auch noch mal ein paar Schüsse gegeben. Was aber erklärlich war, wir hatten noch Mond. Ja, ansonsten bin ich dann doch ein bisschen mal runtergerutscht auf meiner Matratze. Es ging noch, aber jedes Mal, wenn ich mich rumgedreht habe, dann lag ich einen halben Meter weiter unten. War aber abzusehen. Ja, wir haben uns dann jetzt dazu entschlossen, die Tour abzubrechen, da es dem Bernd nach wie vor nicht gut geht. Der hatte sich gestern Abend auch noch mal ein paar Schmerztabletten oder gestern Nacht reingepfiffen. Und naja, gehen wir mal davon aus, dass du dir irgendwo eine Erkältung noch eingeholt hast oder wie auch immer. Ja. Nur das jetzt auszureizen,
nochmal zu gucken, wie weit wir gehen können und liegen dann irgendwo im Wald und der klappt mir zusammen. Das ist mir jetzt zu riskant. Zumal der nächste Ort hier unten ist mit Bahnhofanbindung und dann können wir ganz geschmeidig wieder zurück nach Siegen fahren. Lacht euch Kinder an. Genau. Also unsere Anstrengung hatten wir. Unseren Overnighter hatten wir auch. Gestern Abend noch ein paar schöne Gespräche. Naja, jetzt packen wir zusammen und dann geht es gleich runter Richtung Ort. Bis gleich. Ja, Freunde, wir sind soweit. Wir machen uns auf Richtung Bahnhof. Wir machen jetzt beide nochmal ein 360 hier, um zu gucken, ob wir alles ordentlich hinterlassen haben oder ob wir es vergessen haben. Ja, und dann sind wir auch relativ früh und können dann, glaube ich, den Zug um 8 Uhr nach Siegen erwischen. Da geht's lang. Welcher müssen wir gleich erhöhtes Beförderungsentgelt zahlen? Der Jäger aus Kurpfalz hat seiner Frau am Arsch gelegt, der Tiger auf dem Hals, der Jäger aus Kurpfalz.